Zurück, Leute, zu einer weiteren Folge Diablo 4. Wir sind hier bei Hauptmann Ankers angekommen. So, der befleckte Ruf. Dann machen wir mal weiter. Was benötigt ihr? Prava schickt mich. Ich suche nach Vigo. Ihr und dieses nervige Kind. Das Mädchen liegt uns schon die ganze Woche mit dieser Dämonenfrau in den Ohren. Vigo ist gegangen, um ihren Behauptungen nachzugehen. Er sollte im Bergbaulager nördlich von hier sein. Eine ganze Eskorte von Rittern ist dort letzte Woche verschwunden. Zusammen mit der Mutter des Mädchens und einer anderen Frau. Passt da draußen auf. Okay. So. Es geht hier hoch. Oh. Der hat auch seinen Spaß hier. Ich kann mich an Zeiten erinnern, als Hinrichtungen noch selten waren. Jetzt gibt es jede Woche eine. Oh, ist eine Frau. Das ist wirklich grausam hier mit den Galgen. Ah, hier haben wir rumgeschnetzelt. Ich habe keine Wut mehr. Werd mal schnell wütend hier. Was ist hier oben? Warum leuchtet das hier? Ah, ist das hier der soll das der Schrein sein, in den der gebetet hat? Da konnten wir doch. Wie war das gleich? Anpassen. Unseren Dank aussprechen. Hilfe, Entschuldigung, ich denke mal unseren Dank aussprechen. Änderung speichern. Das weiß ich zu schätzen. Ah, sehr gut. Gebet des Reisenden. Oh. Plus 11. Plus 12. Okay, so, wir sind gleich Level 8. Die machen uns echt zu schaffen, die ziehen echt viel Leben ab. Ich habe kaum noch Wut. Schnell wieder Wut holen. Okay, ich glaube, ich bleibe auf jeden Fall bei Wirbelwind erstmal. Stufe 8 und wir können hier neue Fähigkeiten verteilen. Okay, Wirbelwind. Wir bleiben mal bei Wirbelwind und wir bleiben mal hier oben bei Raserei. Die war ja schon ziemlich cool. Was haben wir jetzt hier? Aufstampfen. Defensiv. Moment, wann haben wir Wut regeneriert?
Wenn wir direkten Schaden zufügen. Nachdem wir 2 Sekunden lang Wirbelwind eingesetzt haben, gibt es 30% mehr Schaden, bis er abgebrochen wird. Aha. Okay, wir probieren erstmal hier unten. Oh, maximales Leben. So was ist beim Barbar auch richtig wichtig. Schadensreduktion. Schlachtruf. 6% lang Bewegungsgeschwindigkeit. Fünf Sekunden lang 50% unseres. Das ist nicht schlecht, so eine Eisenhaut. Erhaltet 4 Dornen. Erhaltet zusätzlich 2 Dornen pro 9 zusätzlichen maximalen Leben. Erhöht eure Dornen um 3%. Kriegen wir Leben dazu hier? 6 Sekunden lang Schadensreduktion ist auch. Also die zwei sind auf jeden Fall wichtig. Probier das mal aus hier mit den Dornen, was hier passiert. Guten Tag, die Herren. Wir wollen einmal hier durch. Mehr Fremde im Lager? Wir wollen nur zu Vigo. Da ist der Gute ja schon. Hey, Vigo. Seid ihr Vigo? Ich wurde geschickt. Hey! Ich bin mir ganz sicher. Sie hatte Hörner wie ein Tier. Spazierte genau hier vorbei. Und meine Mutter ist da drin mit ihr gefangen. Ihr habt sie durchgelassen, Herr. Solltet ihr da nicht für ihre Sicherheit sorgen? Wir haben Soldaten drinnen stationiert. Um die solltet ihr euch auch sorgen. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Wir sind hier zum Helfen. Was führt euch dann hier nach Yelesna? Meine Mutter und ich studieren die Horadren. Wir sind auf etwas Großes gestoßen. Aber dann verschwand sie. Es sieht ihr nicht ähnlich, die Jagd aufzugeben. Die Minen sind auf Befehl der Kirche geschlossen. Sie sind nicht sicher. Besonders nicht für Kinder. Ja, aber wir sind doch jetzt auch hier und wir beschützen euch. Hat sie das? Die gehörnte Frau ist die Dämonin Lilith. Nein, das kann nicht sein. Meine Mutter hat mir diesen Namen gesagt. Ihr sprecht von der Tochter des Hasses. Hat Prava mich erwähnt? Sie war doch nicht wütend, oder? Hier steht mehr auf dem Spiel als eure Stelle. Ach, kommt schon. Bringen wir es hinter uns. Bringen wir es hinter uns. Einmal aufmachen, bitte. Na, was ist hier los? Die verdammte Winde lässt sich nicht bewegen. Wir müssen zu Fuß gehen. Passt auf! Ich brauche mehr Wut. Hey, das ist der Anhänger meiner Mutter an eurem Handgelenk. Er gehört jetzt mir, Mädchen. Eure Mutter gab ihn mir, als ich sie und ihre Begleiterin ziehen ließ. So, dann suchen wir mal einen anderen Weg.
goldene Waffe wäre eigentlich jetzt echt gut. Eine Krone. Bleib dicht bei mir. Wird langsam. Plus 72. Alte Mine. Vielleicht sollten wir zurückgehen und die Ritter holen. Und meine Mutter die ganze Zeit über in Liliths Obhut lassen? Nein, ich gehe weiter. Der hat Schiss, der Vigo. Das Gute ist, mit Wirbelwind können wir uns auch frei wirbeln. Aufpassen. Die Balken sind zu alt. Sie zittern wie Herbstlaub. Erhöhtes Leben, okay. Okay, zu dritt geht's echt schon ganz gut voran. Ich brauche mehr Wut. Dann werd halt wütend. Eine Sackgasse. Wir werden es schon finden, wo es lang geht. Was ist denn überhaupt so besonders an diesem Ort? Was würde Lilith hier wollen? Ich habe keine Ahnung. Prava sagt uns nichts. Niemand geht hinein, nichts kommt heraus. Das ist alles. Handschuhe. Minus 3. Aufzug. Die Blockade muss sich weiter unten befinden. Was haben wir hier? Versperrt. Hier drüben. Ich kann mich zur anderen Seite durchquetschen. Wartet. Und weg ist sie. Es okay. Ein Gegner. Es gibt kein Entkommen. Diesmal kommt der Kampf zu uns. Oh, wer ist hier gespawnt? Öffnet diese Tür, Mädchen! Ich hab's! Ein paar neue Schuhe. Doch, kein paar neue Schuhe. Sehr geistesgegenwärtig. Sicher. Den Trank Warum nehmen wir mit. Sollte eure Mutter euch zurücklassen? Das würde sie nicht tun. Oder sie hätte es nicht tun sollen. Ich bin sicher, sie hatte einen guten Grund. Die verdammte Mine stürzt ein. Ich habe keine Wut mehr. Wir müssen mehr Wut generieren mit Wirbelwind. Ich hoffe, es gibt vielleicht Waffen, die uns irgendwie Wut geben für Barbar.
Weil der Wirbelwind gefällt mir halt echt gut. Oh, vampirisch. Der lädt sich ja uns wieder auf. Ein Kurzschwert. Plus 10. Na kommt her, ihr Skelette. Oh, sieht schon ganz gut aus hier, unser Baba. Ich werde hier nicht sterben. Yep, wir auch nicht. Hier drüben, eine Öffnung. Hier geht's weiter. Im Untergrund. Alle haben es geschafft. Der Tunnel ist geschlossen. Ohne Winde sitzen wir hier fest. Seht, da ist sie. Dann holen wir mal schnell die Winde. Diese Statue, das ist sie. Wie ich sie gesehen habe. Lilith. Wir müssen meine Mutter finden. Das werden wir, Kleine, das werden wir. Aber kommen wir irgendwie Dorn dazu oder irgendwas? Oh, 104 Leben haben wir. Und wir haben noch einen Punkt bekommen. Erhöht eure Dornen um 3%. Wenn Gegner euch treffen, erleiden sie im Verlauf von 5 Sekunden 10% Dornenschaden. Wann bekommen wir denn diese Dornen? Oder wollen wir mal irgendwas anderes testen hier? So, verwundbar machen. Oh. Erhaltet ihr 3 Sekunden lang 3% Schadensreduktion und 10 Dornen. Bis zu 4-mal stapelbar. Probier mal hier auf diese Dornen zu gehen. Und haben wir hier noch irgendwas? Eigentlich war das ziemlich cool. Nach 2 Sekunden machen wir 30% mehr Schaden. Andererseits das hier hin. Die Eisenhaut vielleicht noch. Oder wir gehen hier auf erhaltet 8 Dornen. Wo auch immer die hinkommen, wir probieren das jetzt mal aus, wo unsere Dornen hinkommen. Hier drüben, die Winde. So, erstmal zur Winde. Endlich, unser Fluchtgefährt. Oh, Hölle. Ein Dämon. Ein Dämon hat's blockiert. Getötet. Was ist geschehen?
In ihrem Sog. Okay, was hat Vigo zu sagen? Wir brauchen Verstärkung. Nein, wir... Was war das? Das kam von jenseits des Tors. Wir sollten nachsehen, Vigo. Nein. Oh nein. Eskorte. Sie sind alle tot. Ist auch alles Blut hier auf dem Boden. Hier lebt noch einer. Eine Frau. Vigo, es war eine der Frauen, die ihr geschickt habt. Nur, dass sie kein Mensch war. Sie war ein Dämon, wie die Statue. Sie behauptete, die Mutter Sanctuarius zu sein. Es war ein verdammtes Blutbad. Die andere Frau, Vennard, wo ist sie? Sie flehte um ihr Leben. Lilith verschonte sie, führte sie tiefer hinein. Gebt auf, Mädchen. Sie ist verloren. Vigo, ihr müsst mir zuhören. Der Stahl hat nichts genützt. Zauber, Gebet, alles nutzlos. Geht nach Kovala. Erzählt es Brava. Alarmiert die Armee. Den Vater, das Böse selbst, kommt auf Sanctuario zu. Tut es für mich. Er ist tot. Ich bin verloren. Eure Mutter hat mir gesagt, dieser Tant würde Glück bringen. Und ich habe ihr auch noch vertraut. Sie hat euch damit bestochen, oder? Ihr hättet sie überhaupt nicht durchlassen dürfen. Aber es ist noch nicht zu spät. Sie kann noch gerettet werden. Nicht von mir. Nicht mehr. Prava wird wissen, was zu tun ist. Ihr verlasst uns? Lasst sie im Stich? Da gibt es nichts mehr im Stich zu lassen. Sie ist so gut wie tot. Tut mir leid, Mädchen. Er hat uns wirklich einfach verlassen. Jetzt liegt es an uns. Keine Angst, wir bleiben bei dir. Lilith kann nicht weit sein. Lilith kann nicht weit sein. Was ist das? Blüten. Wie eure Gedanken rasen. Ja, ich bin Lilith, Mutter von Sanctuario. Tochter des Hasses. Ich habe, was ihr sucht. Ihr dürstet nach Wissen. Ihr habt auf der Suche danach euer Kind durch ganz Sanctuario gezerrt. Nein, ich habe sie gelehrt, wie man überlebt. Ist es das, was ihr glauben wollt? Macht euch nichts vor. Ihr habt Fragen. Ich habe Antworten. Ich kenne das Gefüge des Kosmos. Alles, was ich gelesen habe, warnte mich vor euch. Ihr habt so viel gelesen, und doch wisst ihr so wenig. Nehmt ihr mein Angebot an? Ich weiß nicht. Lasst ihr es mich versuchen? Ich will es versuchen. Eure Mutter ist am Leben. Sie kam mit Lilith hierher. Wie könnt ihr euch da sicher sein? Manchmal sehe ich Visionen der Vergangenheit. Ich habe sie gesehen. Was? Wie? Liliths Blüten.
Ihr Blut wurde mir einst verabreicht. Überall sind hier ihre Blüten, ihr Blut. Okay. Wir müssen hier verdammt aufpassen, glaube ich. Ich glaube, das mit den Dornen ist nicht der richtige Weg hier. Ich glaube, das waren diese roten Dinger. Was haben wir hier? Lilith sah eine Möglichkeit, dem ewigen Konflikt zu entrinnen. Sie sagte mir, es hätte mit der Verführung des Engels Inarius begonnen. Die ganze Zeit über war er so fehlbar wie jeder Mensch. Während wir im Wirbelwind sind, sind wir, glaube ich, halbwegs unverwundbar. Aber trotz allem, das passt hier einfach nicht. Ich muss hier nochmal eins... Das mit den Dornen macht, glaube ich, keinen Sinn. Ich gehe hier wieder auf Raserei zurück. Mit der Schadensreduktion, das war schon wichtiger. Und dann nehmen wir... Schlachtruf. Ressourcenerzeugung. 6% ist halt auch nicht lang. Maximales Leben... ...109. Weniger Damage. Weniger Damage ist eigentlich immer gut. Aber ich glaube, mehr Leben ist... Ich glaube, wir brauchen viel Leben als Barbar. Sehr schön. Haben wir irgendwas aufgesammelt inzwischen? Oh, ein Ring. Einmal Lebensregeneration, wenn ihr, oh, wenn wir keinen Schaden erlitten haben. Komm her, du. Aber wir brauchen dringend eine neue Waffe. Dort. Was von Ratma? Sie war so stolz, als sie diesen Teil erzählte. Lilith und Inarius zeugten zusammen einen Sohn, Ratma. Er ist ausgesprochen weise und war der Erste, der die Macht der Nekromantie entschlüsselte. Sie sagte, sein Versteck liegt tiefer in... Yep. Tiefer hier drinne wahrscheinlich. Tiefer in der Wiege. Sturm auf das Tor, betretet die Wiege. Okay, aber bei der Wiege geht's bei der nächsten Folge weiter. Macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.